30-jährige Auskrimmer. Auf geht's zu 90 Minuten Freundschaftsspiel. Aber natürlich unter Wettkampfbedingungen. Uwe Neuhaus, der Dresdner Trainer, hat seine Elf gestern schon mal rausgeschickt und heute wieder und sie komplett geteilt. Einzig Patrick Wiegers ist derjenige, der beide Spiele bestreiten wird. Ansonsten zwei komplett verschiedene Startelf-Formationen, die beide auch durchspielen sollten. Gestern war das in der Future League so, da hat man gegen Liberec gespielt. Heute sind es neben Wiegers in der Innenverteidigung Florian Ballas und Henrik Strozzik. Rechts Nils Teixeira, links Marc Wachs, da komme ich gleich noch dazu. Manuel Konrad und Niklas Hauptmann. Dann auf der Doppel-6 links Niklas Landgraf, rechts Niklas Kreuzer und vorn der Doppelsturm mit Erik Berko und Stefan Kutschke. Niklas Hauptmann, Riesenentwicklung gemacht, der Mann im defensiven Mittelfeld mit der 36. Und hier haben wir Florian Ballas. Der ruhige Aufbau über die Innenverteidiger, über Strozzik und Ballas und Hauptmann lässt sich immer mal wieder fallen. Teixeira. Der hat 2017 noch nicht eine Minute gespielt. Hauptmann lässt sich dann immer zwischen die beiden Innenverteidiger fallen, um es ein bisschen breiter zu machen. Und der Pass von Niklas Landgraf war dann sehr optimistisch in Richtung Marc Wachs. Die beiden Dresdner Trainer, Uwe Neuhaus, der Chefcoach, und Peter Nemeth, der gestern beim Spiel der Future League. Dresden hat ja keine zweite Mannschaft mehr. Das ist sozusagen dann immer das Auffangbecken für die Spieler, die Spielpraxis brauchen. Und für die, die in der U19 keinen Platz mehr finden, hat das gestern gecoacht. Bär fängt den Ball ab und jetzt kann es mal schnell gehen auf Zwickauer Seite. Und das war dann zumindest mal die erste Chance für den FSV. Zwei Minuten gut gespielt. Und er war der Absender. Martin Juha, 29. Heute das erste Mal für Zwickau dabei. So, die ersten zwei, drei Minuten also hier passiert. Wir sind in dieser ersten Halbzeit hier bei Dresden gegen Zwickau. Natürlich in einer Dreierkonferenz mit dem Pokalspiel von Bischofswerda gegen Lok. Und natürlich der Spitzenreiter der Regionalliga Nordost in Babelsberg. Und da springen wir jetzt hin zu Al-Galay. Yeah.
So, dann sind wir so uns hier auf der Freiburg. Wer also eine Wahl gefangen hat, so glücklich ist, dass er eine Hand draußen hat. Ich bin schon die Zeit, die wir in der 10 Minuten vor Abflug sind, die 35. Minute sind, so die Hochschulpunkte auf der Zeit kommen. An den jeweiligen Blockeingang einfinden, wo wir den abgeholt haben, das zügig in der Hand zu nehmen. Thank you.
hören Sie mich auch, ist ja großartig. Ja, Fußball gespielt wird hier und zwar richtig hoch und runter. Beide Mannschaften tun ja nicht so, als wollten sie sich mal ein bisschen die Bälle hin und her schieben. Die gehen ganz klar auf Chancen. Kutschke eben gerade noch abgeblockt, entsprechend jetzt der Eckball. Berger, Ball erstmal draußen. Marc Wachs überlässt ihn Patrick Wiegers. Dresden erste Halbzeit im traditionellen Schwarz-Gelb von rechts nach links. Die so erfolgreichen Zwickauer, die beste Rückrundenmannschaft in der dritten Liga ganz in Rot. Heute mit einer, naja, ziemlich zusammengewürfelten Truppe. Da sind junge, frische Talente dabei, da sind Leute dabei, die seit Wochen nicht gespielt haben, die natürlich brennen. Darauf heute hier Thorsten Ziegner und den 10.000 Stadion ist ausverkauft, zu zeigen, was sie drauf haben. Landgraf vorhin schon mal mit einem Schuss aufgelegt für Hauptmann, der verstolpert den. War so eine gute Schussposition. Sehr eng jetzt in der Mitte, Hauptmann auf Wachs, den bekommt er noch. Flanke ist da, Niklas Kreuzer, schön anvisiert, ein bisschen zu hoch. Dicke Chance für Dynamo, die erste richtige. Durch Niklas Kreuzer, der ja seinen Vertrag verlängert hat. Eigentlich ja ein Abwehrspieler, aber in der Zeit unter Uwe Neuhaus immer wieder auch als offensiver Akteur zu erkennen. Einer der schnellsten, die es auf den Außenbahnen gibt, er heute. Also rechtsoffensiv. Tauscht natürlich immer wieder auch die Seiten, wie das bei den offensiven Mittelfeldspielern so der Fall ist mit Niklas Landgraf. Also begonnen hat er rechts, jetzt steht er links, taucht immer wieder auch wie eben gerade, aber auch im zentralen Mittelfeld auf. Wie die Spielsituation das eben so hergibt. Konrad lässt sich immer wieder mal im Wechsel mit Hauptmann sehr weit zurückfallen. Das sieht dann immer aus wie eine Dreierkette mit Libero. Foul an Niklas Kreuzer, Spiel ist unterbrochen, gibt uns die Chance mal auf eine Zwickauer Chance zu schauen, die es nach 11 Minuten gegeben hat. Da war Marcel Bär hervorragend freigespielt worden, war alleine durch, steht allein vor Wiegers, der allerdings kann die Kugel aufnehmen. Zurück im Spiel, Erik Berko, zurückgepfiffen. Der hat es ja am Anfang nicht ganz so einfach gehabt. War von den Stuttgarter Kickers nach Dresden gewechselt, inzwischen aber fester Bestandteil der Zweitliga-Elf. Elfmal von Beginn an. Zwei Tore auch schon erzielt. Zwickau macht ja gut Druck und sie erkämpfen den Ball. Schlecht rausgespielt von den Dresdnern. Berger. Alle Feldspieler jetzt in der Hälfte der Dresdner. Kreuzer holt die Kugel, schön gelöst über Marc Wachs. Und er spielt hinten rum über Ballas. Vor dem Gästeblock, der natürlich stimmgewaltig da ist, Dynamo Dresden auch in dieser zweiten Liga ein absoluter Zuschauermagnet. Allein was die Zuschauerzahlen betrifft, auf Rang 4 in der Liga im Schnitt 28.900. Wiegers mit aller Ruhe, der spielen darf, weil Schwebe und der junge Schubert mit den deutschen Nationalmannschaften, den U-Nationalmannschaften unterwegs sind. Bär. Hauptmann dazwischen sucht Stefan Kutschke. Hat er es angedeutet, gestern gab es schon ein Spiel von Dynamo Dresden in der sogenannten Future League. Da sind ein paar Mannschaften aus Sachsen und Tschechien dabei. Gestern ging es gegen Liberec. Dresden gewann klar und deutlich mit 5:0, weil eben da
nicht nur die Jugend dabei war, sondern viele gestandene Spieler. Also die Startelf gestern mit Müller, Modica und Yannick Müller, Hartmann und Testroth haben auch gespielt. Die beiden jungen Väter, Mitte der Woche ja Papa geworden, beide können sich heute dem Nachwuchs widmen. 0:0 nach wie vor, aber das ist ein munteres Spielchen. Klar, logisch, das sind alles Spieler, die sich zeigen wollen. Berko, schön angenommen, hat jetzt viel Platz vor sich, mal ein bisschen Raum. Kreuzer, Wachs umläuft. Und Teixeira kommt da nicht mehr richtig ran an den Ball. Hier ist Teixeira, der mal ein wunderschönes Tor im DFB-Pokal geschossen hat. Da waren es sogar noch, glaube ich, 15 Meter mehr. 0:0. Hier werden dann ja die komplette zweite Halbzeit hier sein. Aber um Punkte geht es natürlich jetzt noch. Und auch um die Frage, inwieweit Jena zurückkommen kann in Babelsberg. Also Alcala. Ganz tief in die Tasche. Ja, quasi ein Vogel. Oder besser gesagt, das Dienerschwein auf dem
Freunde helfen Freunden, das ist das Motto des heutigen Spiels. Dynamo Dresden verzichtet komplett auf eine Antrittsprämie. Sämtliche Ticketeinnahmen verbleiben beim FSV Zwickau. Der FSV, der ein paar Probleme hatte. In der Nachlizenzierung 400.000 Euro fehlten. Allein 100.000 kommen heute hier bei diesem Spiel zusammen. Und sie verstecken sich auch spielerisch nicht. Das ist hier im Augenblick ein Kick auf absolut gleichem Niveau. Zwickau immer mit sehr hohem Pressing. Setzen da die Dresdner immer wieder massiv unter Druck. Die versuchen das hinten raus spielerisch zu lösen. Immer wieder auch über Patrick Wiegers. Aber hin und wieder gelingt es, dann den Ball auch abzujagen. Der Einwurf landet mal komplett direkt beim Gegner, bei Robert Berger. Kreuzer fast überall auf dem Feld zu finden. Und da hat er zunächst den Vorteil abgewartet, Alexander Sater. Und dann unterbricht er dennoch das Spiel. Niklas Landgraf, der einzige neben Patrick Wiegers, der gestern auch schon gespielt hat, bei dem von mir erwähnten Kick gegen Slovan Liberec, war eingewechselt worden in der 66. Minute für Pascal Testroth, der runterging. Und im Augenblick sind sie zuversichtlich, aber noch nicht ganz gewiss in Dresden, dass er dann auch für das große Spiel in Stuttgart am nächsten Sonntag bereitsteht. Jetzt mal viel Platz, weil da einer wegrutscht. Robert Paul in der Innenverteidigung. Spielen sie aber wieder nicht konsequent aus. Ganz eng, ganz dicht stehen sie da in der Mitte. Da war doch die Lücke mal zu sehen, aber genau auf Marian Unger, der ja den Aufstieg im vergangenen Jahr klar gemacht hat. Inzwischen bringt es aber die klare Nummer 1. Sitzt immer auf der Bank. Aber gespielt hat er in der Liga noch nicht. Absender des Schusses war er hier, der Mann, der einen Riesensprung gemacht hat. Niklas Hauptmann, der 20-jährige Shootingstar in dieser Saison bei Dynamo. 20 Spiele schon absolviert. Berko, linke Seite völlig offen. Sie machen es über die rechte. Hauptmann will zurückspielen auf Landgraf. Zunächst geblockter Einwurf für die Dresdner durch Nils Teixeira. Nee, andersrum. Nils Miatke. Jimmy Edgar hatte gestern lange gespielt, deswegen also heute für Miatke der Startplatz. Und Sie sehen es ja, also wie hoch die Zwickauer da attackieren mit Geißler, mit Julian Hodek, mit der 24. Alles Namen, die wir noch nicht allzu oft gehört haben. Paul passt auf. Flankenwechsel hinüber zu Kreuzer. Wachs ist da mitgekommen. Jetzt stehen sie sich so ein bisschen auf den Füßen da. Leichter Ballverlust. Berger hat aufgepasst. Und Öztürk. Mal kommen. Manuel natürlich. Also na klar ist das ein Benefizspiel, ein Freundschaftsspiel, aber auf dem Rasen könnte das auch ein Kick um Punkte sein.
Beide Teams gehen ordentlich ran. Kreuzer versucht's wieder. Und er nähert sich an, hatte ja vorhin schon eine ähnliche Schussmöglichkeit. Da waren es 5-6 Meter weniger. Diesmal ging der Ball nur gut einen Meter über das Gehäuse von Marian Unger. Niklas Kreuzer zuletzt in bestechender Form 5-mal hintereinander nicht nur Startelf, sondern komplett durchgespielt. 0-0, keine Tore hier, obwohl es gute Chancen gibt. Eins wünschen wir uns für den FC Carl Zeiss. Al-Ghalai kommt gleich dran, das ist nochmal der Schuss von Geißler. Wie nah ist der FC Carl Zeiss denn dran am Ausgleich?
Gleich nach. Guck doch mal hier. Wolfer! Ah.
Pokalspiele sind spannend und das ist doch fantastisch. Also in Bischofswerda noch alles möglich, auch für den unterklassigen Verein. Der unterklassige Verein hier, der schlägt sich bis dato prächtig. 44. Minute, 0:0 nach wie vor. Das geht hier auf und ab. Wir sehen Torraumszenen, ja. Die ganz großen hat es bislang auf Zwickauer Seite gegeben. Jetzt vielleicht mal mit Niklas Landgraf. Versucht es direkt, Aufsetzerball, Kreuzer kommt dazu. Schön hineingelegt, Kutschke. Doppelchance Dynamo nach 44 Minuten. Stefan Kutschke, der Ball noch abgefälscht, deswegen war er für Unger auch so schwierig wegzufausten. Na dann schnell rüber nach Potsdam, Mike. Vielen Dank, René. Das ist sehr, sehr nett. Das hat man natürlich nicht so oft, aber bei so einem Freundschaftsspiel geht das, dass der Schiedsrichter einfach so lange wartet, bis wir mit unserer Halbzeit vorbei sind. Schön, dass wir Hans-Uwe Pilz und Ralf Minge nochmal auch zu diesem Benefiz-Thema vernommen haben und gehört haben. Zwickau hat einmal gewechselt. Oliver Genausch ist reingekommen. Für den heute natürlich auch noch ein besonderes Spiel. Der Mann mit der Nummer 7, offensiv, jetzt dreht er sich gerade ein bisschen ein, damit Sie ihn auch gut erkennen können. Also, Mittelstürmer für Mittelstürmer, Aykut Öztürk ist rausgegangen und Oliver Genausch, ein gebürtiger Dresdner, kommt herein. Die Jugend bei Borea im Jägerpark in Dresden verbracht, dann auch mal 63 Spiele für Dresdens Zweite. Jetzt die Konterchance über Geisler, der ist allein durch, 16 Meter vor dem Tor, wartet einfach zu lang. Wiegers hechtet hinüber. Sie sehen es, auch in Bischofswerda rollt der Ball wieder beim Halbfinale im Sachsenpokal zwischen Bischofswerda und Lok Leipzig. Sobald da was passiert, hören Sie es ganz laut von Andreas Mann. Wenn es ein Tor gibt, eine rote Karte, einen Elfmeter, was auch immer, dann sind wir sofort drüben in der Lausitz. Das ist doch wunderbar. Bei Dresden keine Wechsel, das war auch von vornherein so geplant, dass das bis zum Schluss so bleibt. Ralf Minge hat es angedeutet gestern, dieses Spiel gegen Liberec. Einige aus der Startelf, wie auch er hier, Stefan Kutschke, der keinen einfachen Stand hat da mit Robert Paul. Die sind wirklich sehr nah beieinander. Immer wieder gibt es den Pfiff, auch bei etwas unfairen Aktionen. Stefan Kutschke beschwert sich da ein ums andere Mal. Und Robert Paul, der versucht natürlich nach seiner Verletzung wieder zurückzukommen. Spielpraxis auf diesem hohen Niveau mit einem Stefan Kutschke zu haben, ist natürlich perfekt für ihn. Genau. Mertke, kleiner Stolperer, kleiner Schubser, aber der läuft weiter. Schön gesehen. Die Chance für Bär. Geht vorbei an Marc Wachs und der Ball rauscht am langen Pfosten vorbei. Also von wegen Freundschaftskick. Nee, die wollen hier Tore schießen. Die wollen den Zuschauern, den 10.000 natürlich einiges bieten. Tolle Aktion von Marcel Bär, der ja schon
5 Tore geschossen hat. In der letzten Zeit allerdings mit den Startelf-Einsätzen nicht ganz so gut dabei ist. Letztes Mal von Beginn an am 18. Februar. Kurze Disputa zwischen Nils Teixeira und Martin Juhar. Das ist der neue Mann, der auf recht abenteuerliche Art und Weise hier nach Zwickau gekommen ist. David Wagner, der sportliche Leiter, hatte kurz vor Ende der Wechselperiode im Winter ein Video von einem Berater zugeschickt bekommen. Da war der drauf und hat gesagt, nee, also einen Spieler verpflichten wir nicht, auch wenn der spannend ist, nur von Video. Komm mal her, dann hat er sich nachts ins Auto gesetzt. Aus Polen kommend, wo er noch bis zum Winter gespielt hat in der ersten polnischen Liga. Dann hat er hier 3 Tage mittrainiert, dann fanden die Zwickauer das ganz spannend. Und dann haben sie ihn verpflichtet. Und dann hat er sich einen Tag danach gleich verletzt am Sprunggelenk. Hat eine Weile gebraucht, jetzt ist er wieder da. Der Mann mit der 38 auf links außen, Martin Juhar, 29 Jahre alt. Neu bei Zwickau. Nach wie vor 0-0, Ball ruht und der Ball läuft. Sicherlich bei Andreas Mann in Bischofswerda. Wer macht denn jetzt das erste Tor in der Verlängerung? Thank you.
Und der Gastgeber dabei sogar fast näher dran. Die Zwickauer machen es den Dresdnern sehr, sehr schwer. Jetzt ist zum ersten Mal in dieser zweiten Hälfte ein bisschen Platz da drüben für Niklas Kreuz. Aber der läuft sich fest bei Robert Berger. Klar, man muss immer wieder dazu sagen, diese Dresdner Mannschaft natürlich so noch nie gemeinsam zusammengespielt. Hauptmann sicherlich, auch Berko, Kutschke, Ballas. Das sind alles Akteure, die auch sonst viel Spielzeit bekommen, aber es sind dann eben doch einige dabei, die eher Bankspieler oder gar nicht im Kader sind. Hinzu kommen dann Männer wie Marc Wachs zum Beispiel, der nach diesem tragischen Vorfall um die Weihnachtszeit bei diesem Überfall an den Weihnachtstagen also angeschossen worden ist, jetzt endlich wieder zurück ist in der Mannschaft, heute zum ersten Mal wieder auf dem Rasen steht. Freuen uns ganz toll, dass es für ihn in sportlicher Hinsicht weitergeht. Der Mann da draußen auf der Linksverteidigerposition mit der Nummer 3. Niklas Kreuzer, der durchaus so etwas wie der Gewinner in 2017 ist, was die Außenbahn betrifft, hat sich durchsetzen können. Vertrag ist verlängert worden, ja, im Vergleich zu Nils Teixeira zum Beispiel. Storstig nimmt Wiegers mit, für den das natürlich jetzt hier mal herrlich ist, innerhalb von 24 Stunden zweimal 90 Minuten absolvieren zu können. So, jetzt geben die Dresdner mal Gas, jetzt schwärmen sie in Richtung des 16ers. Aber Berger kann klären, gibt den, wenn ich richtig mitgezählt habe, achten Eckball für Dresden. Also 0-0 steht nach Toren. In Sachen Ecken die Schwarz-Gelben klar in Führung, nämlich mit 8-0. Gebracht hat es allerdings bislang noch nichts. Die Dresdner, die sich gar nicht so ganz sicher sind, ob sie ihr Saisonziel jetzt eigentlich neu definieren sollen. Hervorragende erste Saison wieder in der zweiten Liga gespielt. Im Augenblick hat man 41 Punkte, steht auf Platz 5 nach dem 2-0 gegen Sandhausen. Kann man auch sehr, sehr sicher sagen, dass man mit dem Abstieg überhaupt nichts zu tun haben wird. Große Angst hat man da in Dresden auch während der gesamten Saison ja nicht gehabt. Dazu hat sich die Mannschaft viel zu stabil und viel zu gut präsentiert. Jetzt sind 6 Punkte in Richtung Relegationsplatz. Da steht Braunschweig, die kommen demnächst auch. Zunächst allerdings dann am kommenden Sonntag erstmal beim Tabellenzweiten, beim Zuschauerkrösus, beim VfB Stuttgart. Konrads nochmal kurz abgedreht, versucht es hoch. Verlängerung und Wilton schlägt die Kugel erstmal raus. Odek, bringt der Konter was? Nee, abgeblockt. Und Patrick Wiegers baut neu auf. 0-0 nach wie vor hier. Munterer, lockerer, schöner Kick in diesem Benefizspiel. Aber richtig spannend ist es in Bischofswerda. Wer zieht ein ins Sachsen-Pokalfinale? Andreas Mann. Zusammengelegt 600 Euro. Es geht also weiter.
Beim Benefizspiel Zwickau gegen Dynamo Dresden nach wie vor 0-0, 62 Minuten gespielt. Völlig offen, wer hier am Ende die Nase vorn haben wird. Wer gewinnt, ist aber jetzt schon klar, das ist FSV Zwickau, der Verein, der unter anderem mit diesem Spiel seine Liquiditätsprobleme in der aktuellen Saison gelöst bekommt. Berko drin in der Box. Ringkampf abgepfiffen, Stürmerfoul, sagt Alexander Sater, der 30-Jährige aus Grimma, der diesen Kick hier leitet und durchaus hin und wieder eingreifen wird, weil das alle sehr, sehr ernst nehmen hier. Erik Berko. Und der Talk jetzt mit dem Kapitän am heutigen Tag, mit Nils Teixeira. Und schauen Sie mal, 10.134, und das heißt, das Stadion ist ausverkauft. Das hat es in der Liga übrigens noch nie gegeben, einzig einmal, als es im Pokal, im DFB-Pokal gegen den Hamburger Sportverein ging. Und jedes verkaufte Ticket hilft natürlich dem Verein. Neuhaus jetzt mal aufgesprungen hier. Tomislav Renic kommt herein. Nils Mijatke geht raus. Tomislav Renic aus dem Spiegel, unsere Nummer 28. Nils. Also Spiel hier unterbrochen, neuer Mann im Spiel. Noch genügend Zeit für beide Mannschaften hier, vielleicht auch für die Zuschauer, mal was aufs Konto zu packen und ein Tor zu erzielen. Ein Tor wird es mindestens geben in Bischofswerda. Andreas Mann, auf geht's, zweite Hälfte Verlängerung. Thank you.
Sonst hätte ich mich gemeldet, aber da ist es. Wir kommen genau richtig. Er hat es so oft probiert und er ist immer so intensiv markiert worden von Robert Paul. Jetzt hat er sich von ihm mal lösen können. Und schauen Sie mal, das ist hier ein Freundschaftskick, ein Benefizspiel. Aber das war Stefan Kutschke so wichtig. Hier im Duell mit Wielte. Und dann vom Innenpfosten klatscht der Ball hinein, 69. Minute. Die Führung für den Zweitligisten durch Stefan Kutschke, der 11-Tore-Mann in der zweiten Liga, den sie so gern in Dresden behalten würden. Im Augenblick ist er ja nur ausgeliehen von Nürnberg, hat dort noch ein Jahr Vertrag. Ralf Minge hat es bei uns, bei René Kindermann vorhin in der Halbzeit auch noch mal angekündigt. Wir werden alles versuchen, um ihn nach Dresden endgültig zu holen. Die Gespräche werden in der kommenden Woche dann etwas intensiviert. Und warum der so wertvoll ist, haben wir eben gerade gesehen. Handspiel da drüben von Marcel Bär. Es hatte sich in den letzten Minuten angedeutet, bei Zwickau dann der ein oder andere Schritt nicht mehr so intensiv dem Gegner hinterher. Und es hatte Räume gegeben, insbesondere wenn es schnell nach vorn ging. Die Dresdner plötzlich mit viel Platz. Das hatten sie bis dato nicht zu Ende gespielt. Und in der Sekunde, als wir aus Bischofswerda hier rüberkommen, sehen Sie es live, das Tor von Stefan Kutschke. Lässt jetzt mal durch für Nils Teixeira, der den Platz getauscht hat, übrigens mit Niklas Kreuzer, der sich jetzt auf die rechte Verteidigerposition orientiert. Teixeira ein bisschen offensiver. Nach wie vor auf den Rängen, beste Stimmung, das ist kein Wunder. Man feiert den Fußball, der in Zwickau natürlich eine ganz neue Dimension bekommen hat in dieser Saison mit dem neuen Stadion, mit dem Aufstieg in die dritte Liga. Und jetzt, das kann man schon so sagen, es sind noch 9 Spiele und sie haben 40 Punkte.
Aber der Sieg gestern in Großaspach, der war, glaube ich, schon viel mehr als die halbe Miete für den Klassenerhalt. Sind ja, wenn man nach vorn schaut, derzeit auch nur 5 Punkte bis auf den Relegationsplatz, muss man sich mal vorstellen. Die haben Ende Februar noch auch auf Rang 19 gesessen und jetzt sind es nur 5 Punkte bis auf den Relegationsplatz. Das ist übrigens der neue Mann, der Kroate. Nicht schlecht, der Schuss von Tomislav Rijic, U19 Junioren in der Regionalliga neu reingekommen für Nils Miatke. Also Führung hier für Dynamo Dresden. Gut 20 Minuten noch zu gehen. Wir springen wieder hinüber zum Sachsen-Pokal-Halbfinale. Bischofswerda gegen Lok. Andreas Mann. Thank you.
Minuten. Spiel war gerade ein, zwei Minuten unterbrochen, weil nicht nur die 22 plus Schiri auf dem Rasen waren, sondern noch ein lustiger Fan. Über das konnten sie heute mal lachen und das war gerade eben eine dicke Chance für den FSV, für den gebürtigen Dresdner, für Oliver Genausch. Schön gespielt, auf den kurzen Pfosten hat sich da herrlich gelöst. Es gab einige Wechsel bei Dynamo Dresden. Jetzt Tom Dornick im Spiel mit der 15, Innenverteidiger. Bei Dresden sitzen heute auf der Bank drei U19-Leute. Und Jeff Kornetzki als der Ersatztorhüter. Eigentlich war gar nicht geplant, dass gewechselt wird. Dann ist doch ein Henrik Starostek doch rausgegangen. Jetzt allerdings scheint Uwe Neuhaus zu denken, wenn ich den einen schon einwechsle, dann gebe ich dem nächsten auch noch die Chance. Willi Möhrer wird gleich kommen. Also alles Namen, die Sie, es sei denn, Sie sind sehr im Nachwuchs bei Dynamo Dresden interessiert, wahrscheinlich noch nie gehört haben. Aber das ist das Tolle, auch an solchen Spielen, die Jungs im Trikot der ersten Mannschaft mit ihren Vorbildern, den Stars der zweiten Liga, in einem Team. Wir gehen ein bisschen seitlich, ja? Sie hören gerade Peter Nemeth, wir geben es dir seitlich. Das war das Signal an unseren Kameramann Marco Pohlmann, der da unten in der Mitte steht. Jetzt stehen Sie ihm genau vor der Linse. Ich beschreibe Ihnen das ganz kurz, dass Sie auch die Kommunikation, die Sie gerade über unsere Außenmikrofone verfolgt haben, deuten können. Erkennen. Jetzt hat sich Willi Möhrer da ein bisschen wegbewegt von unserer Linse, sodass wir auch, wenn der Ball in Richtung Tor kommen sollte, eine sehr nahe Einstellung bekommen. Das ist genau die Kamera. Dann können Sie die Spieler ein bisschen genauer wieder entdecken. Ballverlust. Zwickau ist das. Robert Koch inzwischen im Spiel. Migas mit wuchtiger Flugeinlage. Das war's. Abgepfiffen, Stürmerfoul, Freistoß für Dresden. Und wir springen über zum so spannenden Elfmeterschießen. Andreas Mann, Bischofswerder gegen Lok.
Dynamo-Familie mit dem gelben Dynamo-Trabi. Ich sehe immer unterwegs, ist die Mitte zentrale Geschäfte neben mir am Vater und am Trainer. Ist das auch eine Macht auf jeden Fall? Haben Sie einen großen Einmarsch gegeben? Und dann ist die Klage fest.